Hallo, liebe Gemeinde. Hier heute in der St. Georgskirche in Steinbach. Ich begrüße Sie recht herzlich und glaube, für den oder die ein oder andere muss ich mich nochmal vorstellen. Ich bin Sebastian Krombacher, der neue Vikar hier in der Gemeinde. Und heute darf ich das erste Mal mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst begehen. Heute, an Karfreitag, dem Tag, an dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir widmen diesem Tag einen extra Gottesdienst. Aber warum? Was macht diesen Tag für uns so bedeutsam? Für mich ist dieser Tag ein Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Aufschrei eines Menschen, der sich von Gott verlassen fühlt, der Angst hat, der auf der Suche ist nach dem Grund für seine Zuversicht. Und auf der Suche nach dieser Zuversicht und nach diesem Grund feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie sich mitnehmen von der Lesung aus der Bibel in gerechter Sprache ins Kreuzigungsgeschehen. Schwer auszuhalten, aber hören Sie zu. Sie führten ihn auf die Straße hinaus, um ihn zu kreuzigen. Da kam Simon aus dem afrikanischen Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus, vom Feld zurück und wollte vorbeigehen. Ihn zwangen sie, den Querbalken des Kreuzes für Jesus zu tragen. Sie schleppten Jesus bis zur Anhöhe Golgotha, das heißt übersetzt Schädelplatz. Dort reichten sie ihm einen mit Myrrhe versetzten betäubenden Wein, aber er nahm ihn nicht. Sie kreuzigten ihn und teilten seine Kleider auf, indem sie das Los über sie warfen, wer es bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, da kreuzigten sie ihn. Als Aufschrift mit Angabe seiner Schuld stand geschrieben, der König des jüdischen Volkes. Und mit ihm kreuzigten sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken 2 Leute, die Straßenraub begangen hatten.
Die Vorbeigehenden machten sich lustig über ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und riefen: Haha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen wieder aufbaust, hilf dir doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die Hohenpriester höhnten untereinander und mit den Tora-Gelehrten. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, der König von Israel. Soll er jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir es sehen und vertrauen? Auch die mit ihm zusammengekreuzigten beschimpften ihn. Um 12 Uhr breitete sich eine Finsternis im ganzen Land aus bis um 3 Uhr. Um 3 Uhr schrie Jesus sehr laut: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige der Dabeistehenden das hörten, sagten sie: Sieh nur, er ruft Elia. Einer lief, tränkte einen Schwamm mit durstlöschendem sauren Wein, steckte ihn auf einen Rohrstock und gab ihm zu trinken. Wobei er sagte: Halt, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterzuholen. Aber Jesus schrie laut auf. Und sein Lebensgeist verließ ihn. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Als der ihm gegenüberstehende römische Offizier sah, wie ihn sein Lebensgeist verließ, sagte er: Dieser Mensch ist in Wahrheit Gottes Kind. Liebe Gemeinde, beim Lesen dieses Kreuzigungstextes, da ging es mir ganz schlecht. Das haben Sie nicht gemerkt, aber ich habe es gemerkt. Es nimmt einen mit, was da passiert, was da beschrieben wird. Das ist schwer auszuhalten. Vielleicht ging es Ihnen da auch ähnlich beim Hören. Früher, wie ich ein Kind war, da hatte ich eine wunderschöne Kinderbibel mit wunderbaren Bildern. Und jeden Tag habe ich da drin geblättert. Und wenn man so blättert, irgendwann kommt diese Stelle mit der Kreuzigung. Und ich wusste auch genau, wann die kommt. Und was habe ich gemacht? Ich habe immer die Kreuzigung überblättert. Gleich weiter zum Ostermorgen. Jesus ist auferstanden. Die Welt ist in Ordnung. Alles gut. Ich konnte es nicht aushalten, meinen Freund Jesus
dieses großartige Vorbild am Kreuz hängen zu sehen und sterben zu sehen. Es geht nicht. Also habe ich es überblättert. Ich glaube, dass wir Menschen alle so ein bisschen so sind. Das Unangenehme, das verdrängen wir so ein bisschen. Oder wir überblättern es. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir schauen weg. Oder selbst schuld. Es ist schwierig für uns Menschen, das Leiden, das ja zu unserem Leben dazugehört, anzunehmen. Drauf zu schauen, wo leidet denn jemand? Und das auszuhalten. Und dann auch dieses Erbarmen zu spüren. Ich leide da mit. Ich merke, wie es dem geht. Und es tut mir leid. Ich muss irgendwas machen. Kann ich dem helfen? Damals, Jesus war offensichtlich von allen guten Geistern verlassen. Die Jünger waren über alle Berge. Der beste Freund Petrus, dreimal verleugnet, dass er was mit Jesus zu tun hatte. Die einzigen, die es ausgehalten haben, den Mensch Jesus sterben zu sehen, waren drei Frauen, die ziemlich nah am Kreuz standen. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, da auszuhalten mit ihm, wie er stirbt und schreit. Seine Gottverlassenheit mit auszuhalten, nichts tun zu können, die Ohnmacht zu spüren. Wir wollen keine Ohnmacht spüren, wir rennen lieber weg. Wir überblättern die unangenehmen Seiten in unserem Leben. Das ist auch menschlich, weil wir könnten es vielleicht gar nicht aushalten. Es ist schwer, Leid zu ertragen. Es ist schwer, Ohnmacht auszuhalten. Das Kreuz ist sozusagen die Herausforderung, sich dem Leiden dieser Marter eines Menschen auszusetzen, es zuzulassen, nicht zu überblättern. Ja, da war einer, der war ein super guter Mensch, Gottes Sohn, und der wird getötet. Und ich halte das aus, ich tue mir das an und ich verstehe es, dass es so gekommen ist. Ich halte das aus, dass es offensichtlich keinen anderen Weg gab, so wie es oft in unserem Leben keinen anderen Weg gibt als Leiden. Und trotzdem fragen wir danach, ob das Leiden und der Tod wirklich ist, das letzte Wort zu haben, dass alles in unserem Leben sinnlos ist, weil Menschen einander Leid zufügen oder weil es das Leid in der Welt gibt. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, das sage ich jetzt so ein bisschen theologisch, ja. Aber wir Christen glauben das, dass das Leid letztendlich nicht siegen wird, sondern dass es immer eine Hoffnung gibt, einen Funken. Dass es immer Menschen gibt, die sich hinstellen ans Kreuz, die Mut machen. Dass es Menschen gibt, die mitleiden, dass es Menschen gibt, die die Liebe in der Welt verbreiten möchten. Ein besseres Leben miteinander, auch wenn man dafür vielleicht gekreuzigt wird oder leiden muss. Das Kreuz als Symbol für die Liebe, die leiden muss. Die Nähe der Menschen zueinander bedeutet auch die Ohnmacht aushalten, den Schmerz und das Leid. Und davon könnte die Welt besser werden. Das Kreuz als Symbol für Hoffnung, dass die Welt und das Leben, dass das Leben triumphiert und dass die Welt sich verändert, menschlicher wird, so wie Jesus. In Jesus
Liebe Gemeinde, ich möchte mit Ihnen nochmal das Kreuz genauer angucken. Und zwar so als Gestalt, als Symbol. Das Kreuz hat ja eine ganz besondere Kraft. Es ist eindrucksvoll. Es berührt uns, wenn wir darauf schauen. Zwei Balken, ein Querbalken, ein horizontaler Balken und ein vertikaler Balken. Das sind so die zwei Dimensionen unseres Lebens. Die Vertikale zeigt nach oben in den Himmel und sie macht uns klar hier, rechne mit Gott. Da gibt es etwas, was mehr ist als das, was du denkst. Es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Und dann gibt es die Horizontale, der Querbalken. Das ist die Welt. Das ist das, was wir auch so empfinden, was wir kennen, unser Zusammenleben, wir Menschen miteinander. In der Mitte des Kreuzes kommt es beides zusammen. Deswegen sollte uns eigentlich die Mitte wichtig sein. Da, wo wir mit Gott rechnen und da, wo wir aber auch als Menschen gefragt sind. Unsere Spiritualität, die sagt, wir können uns nicht alles selber geben, da fragen wir nach Gott und wir bekommen das geschenkt. Und das Miteinander, die Gemeinde, Kirche, das Leben, das ist das, wo wir miteinander in Nächstenliebe, Diakonie, uns umeinander kümmern und versuchen, das Leiden zu mildern. So erblicken wir im Kreuz die Verbindung von Himmel und Erde, von unserem Leben, die Verbindung von Gegensätzen, von Freude und Schmerz, von Leid, von Sterben und Leben und Tod, von Macht und Ohnmacht, von Vergangenheit und Zukunft und von Anfang und Ende. Wenn wir das Kreuz erblicken, dann gibt uns das Kraft, weil wir dahinter mehr sehen als das, was wir wissen. Ich finde es bemerkenswert, dass das Kreuz sich im 4. Jahrhundert zum Symbol der Christen entwickelt hat, weil vorher war es das nicht. Vorher war es ein Fisch, Ichthys, Abkürzung für Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heiland. Griechische Buchstaben geben das wieder und bedeutet Fisch. Ein Fisch ist, glaube ich, in der Aussagekraft nicht zu vergleichen mit dem, was das Kreuz in uns auslöst. So sehen wir das Kreuz, spüren seine Kraft und verbinden Himmel und Erde damit. Alles unser Tun und Wirken.
Herr, wir wenden uns dir zu mit den Fürbitten, die uns am Herzen liegen. Unter dem Kreuz deines Sohnes, der in unserer Stadt allein und einsam am Kreuz gelitten hat, beten wir zu dir, Fleisch gewordene Hoffnung, Mensch gewordene Liebe. Erbarme dich, Gott. Sieh an, die ihr Leben riskieren im Kampf um die Gesundheit anderer. Lass das Gute gelingen, das sie für andere Menschen tun. Für sie, aber auch für die, die diesen Kampf nicht wahrhaben wollen, bitten wir, erbarme dich, Gott. Sieh an die Menschen, die nichts haben als das nackte Leben, die fliehen müssen vor Gewalt, Terror, Hunger, Krieg, die auf der Suche nach Zuflucht ihr Leben riskieren. Für sie, ihre Familien, aber auch für die Täter und für uns, die wir viel zu oft tatenlos geschehen lassen, bitten wir, erbarme dich, Gott. Sieh an die Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die sich verweigern und langsam an Drogen zugrunde gehen. Für sie, für ihre Angehörigen, aber auch für die, die damit gewissenlos Geschäfte machen, bitten wir, erbarme dich, Gott. Sieh an die Menschen, die in dieser Pandemie mehr tragen müssen als andere, die um ihre Existenz fürchten, die Angehörige verloren haben oder um deren Gesundheit bangen. Aber sieh auch uns als Kirche an, die oft nicht den Mut hat und die Kraft, diesen Menschen mit dem rechten Wort und der rechten Tat beizustehen. In Anteilnahme und in Demut bitten wir, erbarme dich, Gott. Sieh an die Menschen, die in unserer Welt täglich zu Opfern werden, die auf der Straße sterben durch eigene oder anderer Menschen Schuld. Für sie, für ihre Angehörigen, aber auch für die Verursacher bitten wir, erbarme dich, Gott. Sieh an die Tiere, unsere Mitgeschöpfe, deren Leben, deren Angst, deren Qual für nichts geachtet wird, deren Wert nur nach ihrem Nutzen geachtet wird. Für sie und für die Menschen, deren Herzen abgestumpft und kalt sind, für die Leiden dieser armen Kreaturen, bitten wir, erbarme dich, Gott. Und alles, was uns bedrängt, wofür wir aber nicht die richtigen Worte finden, legen wir in die Worte, die unser Herr Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.